Der Gegner ist uns ungewiss. Froh, seinen Igel mal auf seiner Seite zu haben. Ja, jetzt wird er nämlich schon unseren Kampfpanzer vernichten und unsere Infanterieeinheit mit. Ja, und die auch noch. Oh nein. Das war's. Ich habe nicht mehr im Kopf, aber wo er sie genau gelockt hatte. Okay, ich werde mich jetzt anders positionieren. So, und zwar werden wir hier direkt auf den hier drauf gehen, beziehungsweise auf das Landeboot, damit ihr nichts rüberbringt. So, und Schlachtschiff werden wir... gut positionieren. Sollen wir trotzdem da unten rein oder oben? So. Nutzen wir die Stärke, die uns Igel zur Verfügung stellt, und vermasseln es nicht noch einmal. Richtig stark, dass die Schlachtschiffe so gut wie down sind nach einer einzigen Runde. Wer mir im Weg steht, yeah, yeah, yeah. Besiegen und vernichten. Oh. Ach so, weil er untergetaucht ist. Aber 49%, 85. Den hier wollte ich eher los sein. So, wir bleiben hier im Riff. Oh. Er hat uns aber nicht angegriffen.
Er will uns aber angreifen, er will uns wehtun. Dieser Bobsack. Zwei Jets sind noch da, kann er beide dann runternehmen. Ich vertraue darauf erstmal. Es ist heftig, was für eine Hilfe er ist. Ich meine, die ganzen Jets sind für uns eigentlich gefährlich, weil der Transporthelikopter so wichtig ist. Ohne seine Hilfe wäre der nämlich direkt runter. Das war auch wichtig. Und jetzt kommt der zweite Angriff. Genau, der ist noch ein Dorn im Auge. Aber nicht mehr lange. Und das letzte Schlachtschiff ist, was jetzt gefährlich wird. Wir haben nämlich schon die Kampfpanzer sozusagen rüber gelockt und dann könnten sie ja verschlossen werden. Oh. Okay. So, mit dem hier möchte ich nämlich hier diese Einheit loswerden. So, dann schützen wir quasi hier durch und nutzen ihn auch gleichzeitig als Lockvogel, damit der hier durchkommt. Natürlich ist es nicht verkehrt, wenn wir einen zweiten Attentat planen. Oh, sehr stark. Ich weiß nur nicht, ob Andy, sage ich, Eagle dann auch mit einem Jet die Blockade errichten kann. An der Brücke. Oder ob wir mit dem Transportheli das selbst erledigen müssten.
Er nimmt ihn wieder ins Visier. Uff. So, wir rücken einfach mal auf und machen ein bisschen Druck. So, wie weit kann der? Okay. Er ist in unserer Reichweite. Ich lauf auf. Super Tuning. Ob ich ihn mit dem Kampfpanzer ein bisschen weiter weglocken sollte? Ich versuch's. Das ist sehr wichtig. So, kommt er jetzt weiter entgegen? Jetzt ist er durchbrochen. Ja, der kommt direkt weiter. Kommt nicht dran, aber trotzdem ist wichtig zu wissen, dass wir jetzt in der nächsten Runde hier die Blockade errichten können. Und zwar genau da vorne, ja. Sehr gut. 34% ist ungefährlich. Wir verziehen uns weiter. So, und hier können wir ungestört unseren Attentat voranbringen. Das hier können wir nicht mehr verwenden. Hoppla, was mache ich da? Kann auftauchen. Und schauen wir mal, was passiert. Und zwar ist die Frage, ob er jetzt mit den Kampfpanzern wieder nach hinten rücken wird. Sehr gut. Mit dem schon mal nicht. Ne, mit keinem. Das ist unser sicherer Sieg jetzt. Und zwar in 7 Tagen. Selbst hier würde er nicht mehr mithelfen können, aber... Gut. Wir haben es bestanden. Naja, mit dem hau ich weiter ab. Hm.
Er gibt uns Deckung. Da gibt es kein Durchkommen. Jetzt kommen die wieder. Nachdem wir angefangen haben, das Hauptquartier zu erobern. Genau, das hier wäre der Alternativplan gewesen. Ja, guck mal, von hier geht ja doch was. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Stabil, sagt der Luhmann, da ist er ja wieder. Ja, endlich. Oh, der zweite Durchgang. Hätte nicht sein müssen, aber selbst schuld. Igel war eine richtig gute Hilfe gerade. Andy, ach, wieso sage ich immer Andy? Igel, ja, richtiger Held hier. So, schauen wir mal, wie weit wir es gebracht haben. Tempo 100, Kraft 100, Technik 93, das schreit nach einem S-Rang. Besser geht's nicht, außer die fehlenden 7 Punkte bei der Technik. Das ist quasi eine Einheit mehr, die wir hätten nicht verlieren können oder sollen. Richtig, richtig gut. Und wann soll man aufhören? Genau, wenn es gut ist. So, unsere Bestleistung heute im Stream. Ein S-Rang, der sehr verdient war, vor allem durch die Hilfe von Eagle.